Was geht, Freunde? Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Sehr geil, das sagen zu können. Die, die mir auf Instagram folgen, wissen schon, was abgeht. Für die, die jetzt neu dazugekommen sind, einmal kurz, was will ich überhaupt machen? Ich spiele in der 5. Liga, in der Oberliga Westfalen Fußball bei SG Wattenscheid 09 und möchte euch einfach mitnehmen bei dem, was ich so treibe. Fußball, Ernährung, Training, was mache ich so, was geht bei mir ab? Es geht aber nicht nur darum, was mache ich die Woche über, sondern wie spielen wir auch am Wochenende. Die Spiele werden gefilmt, ich kommentiere das Ganze, ihr kriegt Einblicke bei uns. Ja, in die Saison, die tabellarische Situation, eigentlich das, was letztes Jahr und die Jahre davor schon bei Freekickers abging, nur halt mit ein bisschen mehr Insights zu meiner Person und halt auch mehr Input, dass ihr vielleicht was daraus mitnehmen könnt. Also wie trainiere ich, wie ernähre ich mich, wir probieren Sachen zusammen aus, machen die Sinn, machen die keinen Sinn im Fußball, sind das Mythen oder bringt das wirklich was? Ich hoffe natürlich, dass wir eine gute Saison spielen, dann macht das Ganze noch viel mehr Spaß. Und ach so, Freunde. Wir haben jetzt Sonntagabend, in einer Woche beginnt die Meisterschaft und morgen um 10 Uhr ist der erste Programmpunkt, nämlich Krafttraining bei meinem Personal Trainer Dodo. So, Freunde, Montagmorgen. Morgen. Krieg ich einen High Five, Coach? Das ist Dodo. Dodo ist vom Beruf Personal Coach und trainiert Profis wie Ilkay Gündogan, Thilo Kehrer, Leroy Sané, Mario Götze oder Matze Ginter und viele mehr. Er hat extrem viel Ahnung von Training und Ernährung und bringt euch und mich auf jeden Fall weiter. Ich habe auf jeden Fall nichts mit Marseille irgendwie an der Brause, aber das Trikot ist auf jeden Fall echt fresh. Das ist das neue, ich glaube, Heimtrikot. Vorhin war das aber extra für dich sauber. Du machst das jetzt sauber für mich? Ja. Also, ein Fußballer ist ja nichts mehr gewohnt. Deswegen. Junge, jetzt hör auf! Schön clean. Schön ist das Parfüm? Ja, damit es so gut riecht wie du selbst. Nice. Nur das Beste für dich, Felix. Nur danke. Das Beste für dich. Danke. Zuerst habe ich mich wie immer aufgewärmt mit Hüftrotation und Good Mornings und sowas. Wir wollten nämlich heute natürlich Beine trainieren. Ganz besonders die vordere Kette, deswegen, was dabei rauskam, seht ihr jetzt. Warum sollte jeder Fußballer, egal ob Profi oder Amateursportler, Kraftsport machen? Ja, Kraftsport führt dazu, dass wir stärker werden, also dass unsere Muskeln stärker werden. Und ein stärkerer Muskel ist nun mal resistenter gegen Widerstände. Gleichzeitig führt das halt auch dazu, dass wir uns schneller durch den Raum bewegen können. Fußball ist auch immer noch ein Zweikampfsport, also muss man auch ein bisschen Gewicht dagegen legen können. Wie oft sollte man in der Woche als Amateursportler trainieren, also Krafttraining bezogen? Ich denke, mit 2 Einheiten Krafttraining die Woche gut gesteuert, mit einer guten Übungsauswahl, kann man die nötigen Reize setzen, um sich auch über eine Saison hinweg weiterzuentwickeln. Kann ich jetzt deinen Instagram-Namen einblenden, dass alle dich zutexten, ob du Kraftpläne für die schreibst? Ja, bitte. Schreibt mir alle, ich habe Zeit. Ich bin ganz gut platt jetzt, aber aus Erfahrung, wenn ich gleich was Geiles zum Mittag esse oder so, geht das mit der Erholung eigentlich relativ schnell. Ich habe eben selbst gehört, was Dodo gesagt hat, ich vertraue da komplett drauf. Seitdem ich Krafttraining mache, bin ich kein anderer Fußballer geworden oder bin jetzt 2 Ligen aufgestiegen. Aber es macht einfach was mit dir. Du bist resistenter auf dem Platz, du erholst dich schneller von Belastungen und so und natürlich wirst du auch stabiler vom Körperbau und so generell. Das ist schon echt geil und macht mega Spaß und ich kann es jedem von euch empfehlen. Aber ich denke mal, wir werden jetzt in den nächsten Episoden, nächsten Wochen auch noch tiefer in das Ganze reingehen und ihr werdet von Dodo auch noch mehr erfahren. Wie gesagt, Dodo hat die krassesten Leute trainiert oder trainiert sie immer noch. Damit meine ich nicht mich. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Ich geh jetzt duschen. 6.5 hours later. So, ich hatte jetzt gerade noch Mannschaftstraining, bin jetzt zu Hause und mache mir jetzt was zu essen. Mit meinem Lieblingsessen. Richtig geil. Vertraut mir. Macht ihr nach. Richtig gut. Ihr werdet Maschine. Okay. Der Lachs brutzelt schon in der Pfanne, schön Proteingrundlage, dann haben wir Tortellini,
als Kohlenhydrate. Und hier haben wir unseren Brokkoli. Ich mag Gemüse echt nicht so gerne. Brokkoli ist noch das, was ich mir schön würzen kann und so, dann schmeckt's. Schauen wir mal. Der Lachs ist fertig. Was ich beim Kochen gar nicht kann, ist, dass alles gleichzeitig fertig ist. Das ist gleich safe kalt, wenn hier Brokkoli und Tortellini fertig sind. Meisterwerk ist fertig. Richtig geil. Boah, mit Lachs. Boah, lecker. Richtig Bock jetzt. Der Tag ist rum, zweimal trainiert und ja, jetzt noch geil essen und dann falle ich ins Bett. Das Ding ist, ich habe heute das Training, habe ich schon fertig geschnitten, heute 2,5 Stunden lang, deswegen war der Nachmittag dann auch gut gefüllt und ja, jetzt noch essen, dann heier und morgen geht's weiter. Am nächsten Tag habe ich mich gestretched, macht gar keinen Spaß und ich muss mich echt dazu zwingen und viel, viel öfter eigentlich machen, weil ich weiß, dass es für Muskulatur gut ist, gerade nach Belastung. Dann habe ich noch TikToks aufgenommen auf dem Platz und ja, die seht ihr natürlich die nächsten Tage auf meinem TikTok-Channel. Kleiner Mittagssnack, ich habe mir hier so Fincorn-Toast mit bisschen Hummus und so, Tomaten, Mozzarella und ja, hier die zwei Eier knall ich mir auch rein. Ich habe euch ja geschrieben auf Instagram, ihr sollt mir Fragen stellen. Ich habe eigentlich vor, hier in das YouTube-Format so pro Folge 2 bis 3 Fragen zu integrieren. Ich finde die erste schon echt interessant, nämlich Meinung zur Saudi-Liga. Ich finde es gerade krass, wie viel die investieren, wie viel die aus Europa wegkaufen. Ich verurteile nicht jeden Spieler, der darüber geht. Wenn du halt Kohle verdienen willst und deine Karriere fast vorbei ist, gehst du halt darüber, nimmst noch mal ein paar Millionchen mit. Was ich halt nicht checke und auch nicht so feier, ist halt, wenn junge Talente da halt rübergehen. Für das persönliche Portemonnaie jedes einzelnen Spielers ist das Gold wert, klar. Zum Beispiel so ein Ronaldo. Klar verdient er da mehrere hunderte Millionen, aber der spielt keine Champions League mehr und außer auf irgendwelchen Highlight-Seiten auf Instagram sieht man von ihm halt nichts mehr. Also ich habe noch nicht ein Spiel live von ihm halt mehr gesehen, so im Fernsehen. Und für uns Europäer, die hier die Champions League und alles lieben, sehr, sehr schade. Freunde, ich habe noch ein Paket bekommen von Puma. Oh, so geil. Ich bin bei Fußballschuhen noch wie so ein kleiner Junge. Hier haben wir der neue Ultra mit Eisen. Ich hatte ihn schon mal, aber ich muss ihn neu bestellen. Hier ist es 42,5. Und ich habe bei dem Ultra vorher 42 gehabt. Deswegen auch für euch, falls ihr euch diesen Ultra holen wollt, eine halbe Nummer größer als vorher. Und ich liebe auch einfach den Future Low. Alter, wie heftig. Vielen Dank auf jeden Fall an Puma, dass ihr die Schuhe zugeschickt habt. Und ja, hier den Schuh auch nochmal in schwarz. Und hier auch den Future nochmal in schwarz. Sehr, sehr geile Schuhe. Ich freue mich extrem. Vielen Dank dafür. Wir haben 5.46 Uhr. Nicht unbedingt meine Zeit. Ich fahre jetzt zum Flughafen, weil wir mit Freakikas heute in Kopenhagen drehen. Ich bin sehr gespannt. Ich war noch nie in Kopenhagen. Ich glaube, ich werde auch von der Stadt nicht so viel sehen. Aber schauen wir mal, was wird. Das wird. Sind wir da? Oh, ich muss Pipi. Digga, ich bin so müde. Einfach Dänemark. Digga, darf er so? Grüß dich, hi, schön, dass du da bist, dass wir hier sein dürfen. Wir sind beim dänischen Erstligisten. Heißt es Odense oder Odense? Odense. Du spielst hier und weißt es nicht? Jeder spricht es anders aus. Wie sagst du denn? Was ist das Geheimnis? Was sagst du denn? Odense. Guck mal, Leute, hier die Dusche. Die Duschen sind hier einfach komplett so Regenduschen an der Decke. Ultra geil. Und, ja gut, hinten, das ist natürlich auch Premium. Hier so ein, Sven hat gesagt, ein Becken ist für Kälte, eins für Wärme. Perfekt nach Belastung, da wäre ich auf jeden Fall jedes Training drin. Freunde, wir sind jetzt im Stadion. Geiler Rasen, ich schwöre. Guter Rasen, guckt ihn euch an. Sehr, sehr guter Rasen. Dann hieß es auch schon wieder ab zum Flughafen, kurz was zu essen geholt und in einem anderen Video zeige ich euch nochmal mehr Einblicke von so einem ganzen Drehtag. Wir haben Samstagabend, morgen ist Matchday. Hier spielt noch Real Madrid gegen Atletico Bilbao. Schaue ich gerade auf jeden Fall noch ein bisschen rein. Debüt unter anderem auch von Bellingham. Ich denke mal, nach dem Spiel mache ich mich dann so langsam fertig fürs Pennen, dass ich so gegen 11:30, 12 auf jeden Fall schlafe. Ich weiß nicht, wie es euch vor so Spielen geht, aber Anspannung kommt auf jeden Fall so langsam. Ich merke, dass es ein besonderer Spieltag ist, weil es der erste ist und
ja, nach so einer Sommervorbereitung und Sommerpause ist auf jeden Fall was Besonderes einfach. Ich hoffe einfach, dass wir einen guten Start erwischen. Wir werden alles geben und der Rest wird morgen entschieden. Ich freue mich extrem. Wir sehen uns morgen. So Freunde, Matchday, ich bin auf dem Weg zum Stadion. Ihr würdet mich und das Ganze natürlich mega unterstützen, wenn ihr den Kanal abonniert und ein Like auf dem Video da lasst und euch natürlich genauso wie ich auf die nächsten Folgen freut. So Freunde, wir starten rein ins Spiel, laufen hier gerade ein. Wir haben nur noch die eine Tribüne zur Verfügung, das andere ist Baustelle, das seht ihr gleich auch. Also auch für uns hier komplett Baustelle im Hintergrund, was ganz Neues. Wir starten mit folgender Aufstellung ins Spiel, mit Dudi im Tor, dann die Viererkette Schuh, Jeff, Freddy und Kami. Davor Philly und Nico, Abid, Marco und Ada, die Dreierkette und ich vorne im Sturm. Schauen wir mal, was wird. Wir starten rein. Noch kurz zu den Fans gegangen. Marco hier mit dem Anstoß auf Nico, direkt mal einen langen Ball provoziert und ja, hier das Kopfballduell verloren. Aber der Ball wird lang geschlagen und wir kriegen direkt einen Einwurf und Kami wird jetzt hier auch noch gefoult, ist aber nicht mehr drauf. Erste Aktion von mir, ich mache hier den Ball fest und werde dann gefoult, hole den ersten Freistoß raus. Nico bringt den jetzt rein, wir kommen zur ersten richtig guten Chance und zwar hier fällt mir der Ball vor die Füße und es sieht ein bisschen unglücklich aus. Das Komische war, der Ball hatte so Spin und ist durch den Rasen, der sehr trocken war, so langsam geworden. Hört sich so bescheuert an, aber ich habe den Ball komplett falsch eingeschätzt und ja, hier richtig gute Aktion von Marco und Abid erobern hier den Ball, dann wird Marco gefoult. Ganz klares Foul und Marco schießt auch den Freistoß. Richtig gut geschossen und Alter, mit Marco müssen wir auf jeden Fall mal eine Freistoß-Challenge bei Freekickers machen. Richtig starker Freistoß. Nico verlagert hier die Seite, findet Ada aber nicht. Und jetzt sieht man mal, wie konterstark Finntrop ist und auch wie schnell vorne. Jeff und Freddy, also unsere Innenverteidiger, sind echt nicht langsam. Und ja, der Stürmer von Finntrop ist richtig schnell, auch wenn hier nichts draus passiert. Und Freddy es richtig gut am Ende macht, aber auf jeden Fall sehr, sehr gefährlich. Hier muss man sagen, richtig, richtig hartes Einsteigen vom Gegner. Gibt auch zu Recht Gelb. Im Spiel dachte ich, boah, kann man da sogar vielleicht mehr als Gelb geben. Aber ich glaube, es ist eine sehr, sehr harte gelbe Karte. Aber also eine sehr berechtigte, dunkelgelbe Karte. Aber mehr auch nicht, würde ich sagen. Schuh bringt jetzt hier den Ball in die Mitte. Jeff verlängert den, ich verlängere den. Und Philly tritt leider neben den Ball. Das wäre eine richtig geile Chance gewesen. Und ja, wir sehen das jetzt hier gleich nochmal in der Zeitlupe. Aber erstmal der Konter von Finntrop. Wie schnell ist der Stürmer von Finntrop? Richtig, richtig krass. Und Freddy macht es wieder gut. Aber da mussten wir auf jeden Fall vorsichtig sein. Hier nochmal, Jeff verlängert, ich verlängere. Und dann ja, fällt der Ball Philly vor die Füße. Und Freddy jetzt hier mit einem langen Ball und eine Chance für mich. Der Innenverteidiger verschätzt sich. Ich bringe den Ball aufs Tor und der Torwart hält richtig, richtig krass. Der Ball muss aber ins kurze Eck, sage ich ehrlich. Guck mal, wie frei das kurze Eck ist. Alle Torhüter unter euch müssen mir da zustimmen. Hier auch nochmal aus der Perspektive richtig stark gehalten und ja, kein präziser Abschluss von mir. Hier eine unglückliche Aktion, sieht nach einem ganz normalen Pressschlag aus. Jeff verletzt sich hier aber leider. Ich weiß noch keine genaue Diagnose, ich glaube nicht so schwer, aber er musste auf jeden Fall ausgewechselt werden. Deswegen gute Besserung auf jeden Fall an Jeff. Hier ein plumpes Foul von Schuh, gibt leider Freistoß für den Gegner. Und da ja, muss man jetzt auf jeden Fall gucken, wie gut die schießen können. Ich finde den Freistoß eigentlich ganz gut geschossen. Dudi ist aber da und klärt den Ball. Und ja, Kami schmeißt sich hier in den Schuss und bringt den Ball dann aus der Gefahrenzone. Und hier wieder richtig stark vom Stürmer von Finntrop, setzt sich durch, ist dann im 1 gegen 1 gegen Kami, geht an der Außenlinie vorbei und dann ja, ist Kami aber da. So einfach geht's mit Kami nicht. Schuh kommt jetzt über die Außen, spielt den Ball in die Mitte. Marco verzögert das ganze Kurs und sucht dann Philly. Und ich wäre schon eingestartet, also es wäre eine geile Chance geworden, aber der Gegner bekommt seinen Fuß dazwischen. Geile Pressing-Aktion hier von Nico, erobert den Ball und steht dann frei vorm Torwart und dann pfeift der Schiedsrichter vorher schon ab und sagt Handspiel. Ich sag niemals Hand, ich habe es aber auch in keiner besseren Perspektive sehen können. Also hier Freistoß von Nico in die Mitte und ja, jetzt wird gekontert. Wir kennen es von eben, schneller Stürmer bei Finntrop, er ist durch, frei vorm Torwart und macht das leider eiskalt.
schiebt den Ball an Dudi vorbei und ein Spiel, wo wir eigentlich komplett überlegen waren, Ballbesitz hatten, Chancen hatten, geht Fintrop jetzt mit 1-0 nach einem Konter in Führung, wie so oft im Fußball, ausgekontert worden, aber wir wollten weiter Fußball spielen, haben uns nicht beeindrucken lassen davon und haben weitergemacht. Jetzt der Ball kurz aus dem Spiel, Marco hat ihn aber wieder, bringt den Ball in die Mitte, Ada startet rein von außen und das ist eine richtig starke Aktion, sowohl von Ada als auch vom Keeper, hier richtig stark reagiert und ich bin dann leider einen Meter zu weit weg und ja, kann den Ball nicht verwerten. Dann ist auch Halbzeit, Freunde. Wir gehen mit 1-0 Rückstand in die Halbzeit. Das haben wir uns natürlich komplett anders vorgestellt. Die Fans waren trotzdem da, waren einige zugucken. Und dann geht es in die zweite Halbzeit rein. Fintrop stößt an. Nico hat jetzt hier im Zentrum den Ball und verlagert nach außen auf Kami. Kami sieht, dass Alex reinstartet, der für Fili eingewechselt wurde. Alex macht stark, legt auf Ada ab und dann, ja, muss ich eigentlich durchlaufen auf 2. Aber ich habe den Ball nicht richtig gesehen durch die ganzen Leute. Und auch hier ist es eine richtig krasse Aktion und starke Chance von mir und der Torwart hält ihn, weil ich ihn zu zentral schieße. Also Chancen waren auf jeden Fall da, um hier locker in Führung zu sein. Und Fintrop ist nicht so viel eingefallen. Ihr seht es, ich habe jetzt nichts Krasses weggeschnitten von Fintrop. Im Spielaufbau, es war wirklich nicht krass. Wir hatten viel den Ball und ja gut, dann war natürlich der Bus geparkt, auch in Fintrop. Und hier der Ball auf mich. Ich versuche irgendwie nach außen zu köpfen, aber war auf jeden Fall schwierig. Abläufe sind auch noch nicht 100% da, aber der Ball sollte auf jeden Fall auf Ada außen gehen. Ich denke mal, in ein paar Wochen kommt er an. Und Kami spielt jetzt hier einen richtig starken Ball auf mich und die Chance ist riesig. Jetzt hier gerade nicht drauf, aber hier sieht man es jetzt. Ich nehme den Ball gut mit und schieße dann gegen den Pfosten. Alter Verwalter, was hatten wir für Chancen und wie knapp war es jedes Mal. Tut so weh im Nachhinein, das zu sehen, weil es auch einfach gestern war. Ich habe das Spiel erst noch gar nicht so richtig verdaut. Und hier geht es nochmal weiter. Ich bekomme den Ball so halb auf die Fußspitze, lege dann auf Abid ab. Abid dribbelt jetzt in die Mitte und sucht sich eine Schussposition, wird aber jetzt hier gestört und ja, muss den Ball leider an den Gegner abgeben. Wir wussten natürlich, es steht nur 1-0 und wollten weiter nach vorne spielen. Hier spielen Marco und Kami einen richtig guten Doppelpass und dann scheitert es ein bisschen an der Ballannahme bei Kami, aber es wäre eine richtig, richtig geile Chance gewesen. Auch hier macht Marco weiter, gibt jetzt dem Gegner einen Tunnel, dann ist der Ball aber weg und ja, wir laufen den Ball wieder hinterher, ist aber nichts draus passiert, weil Ada hier sehr gut aufpasst und mitarbeitet und wir hier wieder einen Einwurf haben. Langer Ball jetzt von Fintrop und Freunde, das ist einfach technische Kunst. So einen Ball musst du erstmal so annehmen. Kann Kami vielleicht mal in einem Video erklären, wie er das macht. Auf jeden Fall, boah, also kranke Annahme, kann man nur so sagen. Fintrop jetzt hier im Zentrum hat den Ball, startet durch und Freunde, ich muss sagen, das geht wirklich zu einfach. Wir haben hier eine riesige Lücke in der Abwehr und das ist leider nicht gefilmt worden, vielleicht auch irgendwo gut. Es steht nämlich 2-0 für Fintrop, echt. Wir wurden schon wieder ausgekontert. Im Nachhinein natürlich schade, dass das Tor nicht zu sehen ist. Er ist dann in die Mitte gezogen, hat den Ball am Torwart vorbeigelegt. Und es steht jetzt hier, ja, 2-0 für Fintrop. Ich mache jetzt hier einen Doppelkopfball, bringe den Ball irgendwie in die Mitte. Und Dennis, der eingewechselt wurde, setzt zum Fall Luciane. Es sollte heute irgendwie nicht sein. Fragt mich nicht, wieso. Meine Schüsse gingen oft gegen Pfosten. Dennis schießt jetzt hier drüber. Ich wurde ausgewechselt, habt ihr gerade gesehen. Jamal, der für mich eingewechselt wurde, ist jetzt hier auf Außen, richtig fallschneller Typ, setzt sich gut gegen den Ersten durch und dann will er ins Zentrum ziehen und wahrscheinlich selbst abschließen, bleibt aber jetzt hier am Verteidiger hängen, hat den Ball immer noch und dann ist die Aktion vorbei und Fintrop, ja, macht wieder einen Gang nach vorne. Jetzt hier ein richtig gutes Zusammenspiel von Dennis und Nico. Dennis sucht jetzt hier den Abschluss und auch der, finde ich, ist echt gut geschossen. Nur leider knapp am Tor vorbei. Guter Doppelpass und ihr kennt Dennis. Dennis schießt aus allen Lagen, hat einen brutalen Abschluss. Aber auch hier leider nicht das Tor. Nächste Aktion von Marco und Freunde, das ist einfach sinnbildlich. Ich lasse einfach durchlaufen. Der Ball gegen die Querlatte oder gegen den Pfosten wäre komplett in Winkel gegangen mit ein bisschen mehr Glück. Und Fintrop, wie sie es immer gemacht haben, spielen hier einen Chipper nach vorne und sind durch. Und der Abschluss ist dann richtig brutal und es steht 3-0 für Fintrop. Also sowas habe ich echt sehr, sehr selten erlebt in meiner Laufbahn, dass man so überlegen war und 3 Tore einfach auch durch Konter bekommen hat. Richtig krass, aber ja, es war noch nicht ganz vorbei. Alex hat hier nochmal eine richtig gute Aktion. Noch ein sehr, sehr junger Spieler, hat echt viel Potenzial, macht sie richtig stark, läuft ein, hat den Ball auf der Brust und dann ja, steht es 3-1. Ihr seht, Dennis holt den Ball aus dem Tor, schießt nochmal nach vorne und wir wollten natürlich nochmal alles nach vorne werfen. Marco bringt jetzt hier den Ball nach vorne, Dennis holt einen richtig guten Freistoß raus, macht er sehr, sehr clever, nimmt sich den Freistoß auch selbst, schießt aufs Tor und der Torwart hält mal wieder richtig gut, wie heute den ganzen Tag. Und dann, ja, kommen so Kleinigkeiten wie Krämpfe beim Gegner. Ich glaube, das würden wir auch so machen. Das ist dann auch einfach schlau, um Zeit von der Uhr zu nehmen. Kann man nicht anders sagen.
Und dann ist das Spiel leider vorbei, Freunde. Kann ich gar nicht mehr zu sagen. Haben wir uns ganz anders vorgestellt. Auch in meiner Vorbereitung aufs Spiel und die ganze Woche war ich so euphorisch. Und jetzt ist das Spiel 3:1 verloren. Wir müssen jetzt munter putzen, analysieren, weitermachen, wie man immer so schön sagt. Die ganze Serie lebt nur durch euch. Deswegen schreibt Anregungen und Feedback gerne in die Kommentare, was ihr anders haben wollt oder was ich noch besser machen kann. Und ja, dann würde ich mich natürlich mega freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und ein Like auf dem Video da lasst. Und dann sehen wir uns auch schon nächste Woche. Ich hoffe mit mehr Punkten auf unserem Konto. Und ja, ich hoffe, die Woche wird gut. Bis dahin, bleibt sportlich. Ciao, ciao.